Bis zu 1 Milliarde Euro. Diese Summe will die Bundesregierung zur Verfügung stellen, um die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte, das sei ein klares Signal, dass die Gesundheitsbehörden alle Mittel kriegten, die sie bräuchten. Inzwischen zählt die Johns Hopkins Universität 1.281 Infektionen in Deutschland. Immer mehr Bundesländer verbieten Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Und so werden auch in einigen Fußballstadien die Ränge leer bleiben. Hier spielt morgen Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Ohne Zuschauer. Ein Geisterspiel, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Neben Nordrhein-Westfalen haben auch Schleswig-Holstein und Bayern inzwischen beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern grundsätzlich zu verbieten. Ob dann die Veranstaltungen ohne Publikum stattfinden, mit eben nur ein paar hundert Zuschauern oder ganz abgesagt oder verlegt werden, das entscheiden die Sportvereine, Verbände selbst. Vom Robert-Koch-Institut heißt es heute, Krankenhäuser müssen sich auf mehr Patienten mit Corona-Verdacht vorbereiten. Ich fordere alle Bürgermeister und Landräte auf, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Ich fordere alle Ärzte, Ärztinnen, alle Hospitäler auf, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Im Bundeswirtschaftsministerium heute ein Treffen mit den Wirtschaftsministern der Länder. Das Ziel? Gemeinsam verhindern, dass das Coronavirus die Wirtschaft lahmlegt. Die Minister sind der Meinung, dass wir auf die Folgen die wirtschaftlichen Folgen dieser Situation vorbereitet sind, dass wir die Unternehmen nicht im Stich lassen werden, dass wir über ein Maßnahmenbündel bereits jetzt verfügen, dass das vom Volumen her viele Milliarden Euro mit umfasst. Die Wirtschaft zeigt sich mit den ersten Anti-Corona-Maßnahmen zufrieden, sagt aber auch, die Politik müsse sehr bald nachlegen. Wir brauchen aber auch hier klare Signale, was Liquiditätshilfen angeht, also Steuerstundungen. Warum sollte Geld, was ein Unternehmen hat, erst ins Finanzamt gehen, um dann wiederum Krisenmittel zu beantragen? Hilfen für die Wirtschaft gegen Corona. Darüber diskutiert die Politik auch in den nächsten Tagen.